München ist die Stadt der Reichen, Schönen und Intelligenten, aber auch der Politiker. Sie treffen sich gern beim Promi-Friseur Gerhard Walz an der Maximilianstraße. Gestern war das Ursula von der Leyen und Sarah Wagenknecht. Unsere Bundschau-Kamera war dabei. Sarah, Schatzi, was machen wir denn heute? Haben wir da vielleicht ein paar Strähnchen oder einen schicken Undercut? Was meinst? Nicht waschen, nicht schneiden, nicht legen, nur lackieren, wie immer. Oh mein, da kannst du gleich in die Autowerkstatt gehen. Uschi, Schatzi, schön, dass du da bist. Geh, nimm schon mal Platz. Ich bin gleich bei dir, meine Prinzessin. Ach, die Frau von der Leyen. Interessant, dass auch Kriegssetzer und Imperialisten ihre Haare pflegen, bevor sie den Stahlhelm aufsetzen. Ich trage nicht Stahlhelme. Dafür habe ich Personal. Wie wollen Sie eigentlich in den Krieg gegen den IS ziehen, wenn Ihre ganzen Soldaten in den Altersheimen mit den Senioren Halmer spielen und ihre Waffen bei über 25 Grad um die Ecke schießen? Stalinisten, Zicke! Ist denn Krieg Ihre einzige Antwort auf die Frage, wie man mit den Flüchtlingen umgehen soll? Was wäre denn Ihre Antwort? Ach, ich weiß. Vor 30 Jahren hätten wir sie erschossen. Tornado-Luder. Warum regen Sie sich denn eigentlich so auf? Sie haben Flüchtlinge getötet, die raus wollten. Wir töten welche, die rein wollen. Mal vertragt euch doch, Mädels. Ha? Wie wär's mit dem schönen Prosecco oder mit dem Cappuccino? Sarah, Schatzi, ich komm gleich zu dir mit der Farbe. Gell? Tango Schwarz Metallica. Wäre das recht so? In Syrien wird geschossen. Menschen werden getötet. Auch deutsche Soldaten. Und Sie sitzen hier beim Friseur. Wann fliegen Sie eigentlich selbst an die Front? Es besteht die konkrete Absicht des Wollens. Ich werde demnächst mit meinen Beratern und Generälen nach Syrien fliegen. Natürlich mit einem Linienflugzeug. Die Tornados sind mir zu unsicher. Wann, das ist noch nicht ganz klar. Aber der Wochentag, der steht schon fest. An einem Mittwoch. Und das verraten Sie sogar Ihrem Friseur? Ja. Ab Donnerstag sind die Soldaten Heimschläfer bei ihren Familienmodulen. Am Montag haben die Friseure zu, Dienstag ist ein Friseurtermin. Bleibt also nur der Mittwoch. So, Uschi, Schatz, jetzt kommst du dann unter die Haubitze, gell? Und mit sowas haben wir uns wieder vereinigt. So unterschiedlich waren unsere beiden Länder doch gar nicht. Beide waren deutsch und beide waren eine Republik. Schon, aber wir waren zusätzlich auch noch demokratisch. Und jetzt sind sie bloß noch links. Gerhard, nimm den Betonfestiger. Damaskus, 22:45 Uhr. Die Frisur sitzt.